Servus Leute, Raging Raptor hier und ich begrüße euch zu einem kleinen Meme-Video. Und zwar heute geht es eigentlich darum in die Einführung meiner HE-Challenge. Und zwar, wie ihr sicher wisst, will ja Wargaming auf dem Sandbox-Server die HE ändern. Weil die HE teilweise einfach nur stupide ist. Indem du halt, egal wo du hinziehst, 300, 400 Damage machen kannst in einem Panzer, der selber sehr, sehr schlecht gepennt werden kann. Und ich möchte es jetzt einfach mal auf die Spitze treiben und gucken, wie weit komme ich im kompetitiven Modus. Dort, wo es keine 279 gibt, wo es keine Chieftain gibt, die am meisten von HE eigentlich genudelt werden. Und ja, es ist eine Arschlochstrategie. Schlicht und ergreifend ist eine Arschlochstrategie. Punkt. Ich möchte wirklich einfach gucken, wie weit komme ich. Habe ich überhaupt Bock drauf, alles durchzuspielen, bis die liegen? Werde ich Silber erreichen? Erreiche ich vielleicht sogar Gold? Indem ich halt wirklich nur HE spamme auf diesen drei Keilern hier. Auf dem EN100, auf dem 60 TP und auf dem E3. Und natürlich ist es nicht der effizienteste Weg. Definitiv nicht. Und ich schmerze mir auch selber in meiner Effizienz, weil ich ganz genau weiß, dass ich mit Fahrzeugen wie einem Superkong, einem STB1, vor allem aber auch an einem EBR und einem TEN 100LT viel, viel besser performen könnte. Das Ding ist, wie schon gesagt, für mich ist Rank schon durch. Ich habe 10 Tokens, ich brauche 9 für den Concept 1B. Alles, was ich jetzt noch kriege, sind Goodies. Und diese Goodies nehme ich gerne mit, aber die sind mir scheißegal. Wirklich, die nehme ich einfach gerne mal mit. Und ich hoffe jetzt wirklich einfach, dass ich ein bisschen reinmemen kann und euch zeigen kann, dass HE wirklich ein bisschen kaputt ist. Und dass es eine HE-Änderung brauchen sollte, weil, ja, es ist halt echt heftig, was ich da rausholen kann mit diesen Fahrzeugen, ohne dass ich jetzt wirklich viel Skill brauchen würde. Einfach zum Beispiel auf den Turm schießen und pum, 300 Damage. Klar? Zielen, wo du zum Beispiel pennen könntest, das braucht ein bisschen mehr Skill und so, aber es ist halt schlussendlich, ja, es ist wirklich ein reines Meme und ja, darum hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß habt bei dem Video, weil ich habe jetzt euch mal alle Pens zusammengeschnitten, die ich in der Qualifikation gemacht habe, in den ersten 20 Gefechten. Und mal gucken, ob es noch mehr gibt. Ich habe noch einen super geilen Pen hingekriegt während dem normalen Game oder jetzt, ihr seht schon, wir sind ja schon Level 4 oder Division 3 oder Liga 3, Division 4 oder so. Keine Ahnung, wie es ganz genau heißt. Ist auch egal. Und wir haben da schon wieder einen super, super geilen Pen hingekriegt. Und ich glaube, da freuen sich sehr, sehr viele Leute drauf, weil es ist gegen eine Panzerklasse oder gegen einen Panzer, den die Leute sehr, sehr hassen. Aber ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß. Vergesst nicht, wenn ihr Bock habt, zuzuschauen, www.twitch.tv/RagingRaptor, um das live zu sehen. Mit Salz natürlich. Da, weil, hey, es ist Ranked, da wird man auch ein bisschen salzig. Und ja, danke vielmals fürs Zuschauen und viel Spaß. Cheers. Upsi, ich glaube, ich habe ihn gepennt. Mal reinlöten gehen, genau. Einfach mal reinlöten. Ja, das war gerade eine Tausenderkelle. Ah, ist doch schön, nicht zielen zu müssen. Oh ja, danke vielmals für die Bouncer. Danke vielmals für die Bouncer. Ja, perfekt, ey. Das sind wir, glaube ich, Top XP die Runde. Das rieche ich jetzt schon, Top XP Runde. Oh, Leute. Ach, geh weg, Arti. Immer noch frech, ich weiß. Sidepen. Ja, ist halt ein STB1, hat keine Panzerung seitlich. Hello there. Natürlich gibt es mir einen Rack mit dem High Roll. Natürlich gibt es mir nochmal einen Pen-Hit mit High Roll. Ah ja, stimmt. Stimmt, ich müsste den Bunk zusammen machen, wenn ich treffe. Genau, Leute, gib mir bitte. Ist nur für Solo. Solo, nur Solo. Ist nur Solo. Ranked. Genau, Leute, gib mir Ranked XP, dass ich da wegbounce oder so.
Alrighty denn. Leute. Gilt das als HE-Pen? Oder eher nicht? Ist es ein HE-Pen oder nicht? Das war ein Pen, meint ihr? Meint ihr wirklich, das ist ein HE-Pen? Alrighty, dann ist es halt ein HE-Pen. Mach mal da ein HE-Pen draus. E50M ist super nice. Ich weiß nicht, ob der jetzt Ranked gut ist für Ranked, aber er ist nicht schlecht. Schaffe Pen Plus. Warte, mir ist gerade was aufgefallen. Ich muss den Sound ein bisschen überarbeiten. Abspielen überlappen. Ah, das ist ein schöner Bonker, ne? Richtig Bonks. I used to fuck my cousin, but now I fuck 8 guys! What the? Okay. Okay, Ducky. Ich hab nicht gewusst, dass du früher deinen Cousin gefuckt hast und jetzt halt die 8 Leute. Interesting. Wem's gefällt? Leute, gilt das auch als Pen-Hit oder wie ist was los? Pen Plus! Lecker! Ist er wirklich so? Oh, guck mal, ein EBR! Also wie gesagt, Leute, irgendwie ist es tragisch, dass wir... Ey, es ist tragisch, was wir gerade hinschießen. An Lacko. Es ist aber auch tragisch, wie hart Arte uns fokussiert, ey. Come on. Yes. Ja, logisch, Ranked ist ein Modus, wo es darum geht, halt hier die Credits aus dem Ding rauszuziehen. Dafür gibt es das Hashtag Salzwerk, genau. Gott ist der Stupide. Jektas, bist du zufrieden damit? Jektas, gefällt dir das? Bist du damit zufrieden? Wenn du das schon sagst, Ranked ist Schmutz genauso wie Art und EBRs. Ja, ist doch schön, gell? Mmh, lecker, schmecker, lecker. Yes. 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 Ah, das ist so schön, Alter. Oh ja, hey, so gut. Ah, Happy Raptor Noises, exactly. Dede! Ah, ein 60-Tonnen-Panzer bleibt von diesem blöden Stahlträger stecken. Okay, Wargaming. Ist aber schon lustig, wie dieser HE halt nicht als Bounce Damage giltet. Hello there. Indem er... So toxisch, der Dude.
Fuck off, EWR! Mein Team verkauft mich hier gegen den Krankenwagen. Aber du kannst dich direkt mal verpissen mit deinem blöden EWR, du. Fliege geklatscht. Das war ein HE-Pen, Leute. So, wir sind jetzt fertig. Warte mal, wie viel hatten wir jetzt? 60% Efficiency, Alter, wie stupid ist das? 60% Efficiency, indem wir einfach Hirn ausschalten. Ne. 60% Efficiency. Eye only. Das gönnt man sich mal. Wir können jetzt wirklich weitermachen, gucken, wie es geht. Ich möchte mal kurz was gucken. Wie gesagt, Leute, also wir haben jetzt 60%. Also gut, das ist nicht eine gute Fischen. Also, ganz im Ernst, das ist. Mach mal kurz die Musik aus, die nervt ein bisschen. Also, das ist wirklich nicht eine gute Efficiency. Das ist wirklich nicht eine gute Efficiency. Das ist eine schlechte Efficiency. Aber, wir spielen HE only. Wir spielen literally HE only. Auf Keilern. Und wir hatten ein paar sehr, sehr schlechte Geschichten. Es ist halt irgendwie trotzdem traurig, dass ich 60% Efficiency hinkriege. Mit HE only. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich gar höher hinkriegen könnte. Aber mal gucken, wie es das so dann ist später. Mal gucken, Leute. Aber wirklich mit HE only ist wirklich einfach nur bonk, bonk, bonk.